Tja. It was terrible getting dragged around by Sakamoto all day. Es war schrecklich, den ganzen Tag von Sakamoto rumgeschleppt zu werden. Glaubst du, ich muss das jetzt in Zukunft bei Schulveranstaltungen immer mitmachen? Für ihn war es auch schrecklich. Er musste mit dir abhängen. Aber hat er mich nicht, überhaupt erst eingeladen? Ich weiß nicht. Es macht Spaß, mit Sakamoto abzuhängen. Aber wir sind wohl zu unterschiedlich. Ist mein einziger Ausweg, echt mir eine Freundin zuzulegen? Ach, naja. Jedenfalls müssen wir morgen früh raus. Gehen wir schlafen, okay? Ja, machen wir so. Hey, wir haben noch geöffnet. Bring die Katze nach oben. Es kommt doch sowieso niemand. Und falls doch, kannst du einfach sagen, dass es hier ein Katzencafé ist? Du weißt doch, dass das nicht klappen würde. Entschuldigung. Hey. Was habe ich dir gesagt? Bring den Flohsack hier raus. I'm sorry. Oh nein, bitte, es tut mir leid. Warte mal, das ist... Jemand hat mir erzählt, dass Kudos-Kun in einem Café wohnt. Und ich war gerade in der Nähe, also... Oh, verstehe. Du bist Lehrer an seiner Schule, hm? Nicht wirklich, ich bin nur Therapeut. Jedenfalls tut mir die Sache mit der Katze leid. Normalerweise bleibt er oben. Das macht mir nichts. Ich liebe Tiere. Sie scheinen mich aber nicht zu lieben. Was zur Hölle macht ihr hier? Akira ist unterwegs auf einem kleinen Trip. Keine Ahnung. Für mich ist er so fremd wie ein Alien. Say. Du redest mit deiner Katze? Das ist so nett. Entschuldigung, habe ich dir Angst gemacht? Ich fand das einfach nur beeindruckend. Sorry, dass ich dir so die kalte Schulter gezeigt habe. Bring die Katze einfach nach oben, okay? Ich rufe dich, wenn hier unten die Luft rein ist. Wir haben schon Futter, mal. Wir sind hier unten im Weg. Gehen wir. Dieses Buch? Oh, das hier? Es geht um Psychognistik, Interesse? Ihr seid doch... Tut mir leid, aber du musst gehen. Die Rechnung geht aufs Haus. Tut mir leid, wenn ich irgendwie... Das Café ist geschlossen. Ich muss dich bitten zu... Sojiro? I'm okay. Er bleibt. Was bringt es dir denn, die wenigen Kunden, die du hast, auch noch zu vertreiben? Futterma. Also, das Buch, ist das Teil ihres, deines Unterrichts? Hä? Naja. Nein, überhaupt nicht. Ich bin kein Lehrer. Wozu dann das Buch? Einfach nur aus persönlichem Interesse. Ich beschäftige mich schon seit Jahren damit. Manchmal nur schwer zu begreifen, aber es ist nützlich und unterhaltsam. Unterhaltsam? Ja. Natürlich. Es ist ein wunderbares Fachgebiet, das vielen Menschen helfen kann. Sehr unterhaltsam. Meine Mama hat das auch so gesehen. Deine Mutter? Ihre Mutter hat dasselbe Thema erforscht. Mir will aber nicht in den Kopf, warum du dich damit beschäftigst. Immerhin bist du ein Therapeut. Das heißt, das hat was mit deinem Arbeitsfeld zu tun und so. Deine Mutter hat es auch so gesehen? Klingt nach einem tollen Menschen. Und wie? Meine Mama war richtig krass. Sie hat mich so lieb gehabt. Vergangenheit, verstehe. Right. Naja, ich bin sicher, sie wäre stolz auf dich. Alright, let's go. Gehen wir, Mona. In ein Zimmer ohne Männer. Hey, wait! Hey, Ma, Futterbar!
Tut mir leid. Darf es noch eine Tasse sein? Danke. Dein Kaffee ist wirklich umwerfend. Danke. Mann. In letzter Zeit ändert sich ja einiges. Tja, ja. Der Schulausflug geht dem Ende entgegen. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich dieses Jahr noch irgendwann mitfahren kann. Na, aber es hat sich eigentlich kaum angefühlt, als wären wir im Ausland. Sogar Yusuke ist aufgetaucht. Ich bin nur froh, dass der Sturm nicht hier herübergewandert ist. Es war vielleicht nicht die aufregendste Reise, aber wir hatten doch Spaß. Ich bin vor allem froh, dass uns der Sturm erspart geblieben ist. Und die sind wirklich grauenhaft. Und was hast du gestern noch getrieben? Hast du Geheimnisse von mir? Das verbietet der Bro-Code. Ich war nicht alleine. Alter, echt jetzt? Nein, sag lieber nichts. Nicht, dass deine geheime Labyrinth noch mit der Axt auf mich losgeht. Eher Schlagringe, aber okay. That's enough, you guys. Das reicht, Leute. Irgendwie war die Reise total schnell vorbei. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob ich nach Hause will oder lieber noch bleiben. Hey, why don't we shop for souvenirs together before Nee, hast du Lust, zusammen nach Souvenirs zu schauen, bevor wir gehen müssen? Count me in. Ich bin dabei. Allow me to join you as well. Darf ich mitkommen? Auch wenn ich kein Geld für Souvenirs habe. You're going to be able du willst to nach Japan zurückkehren Japan, können, right? Oder? Was glaubst du, könnte Morgana und Futaba gefallen? Ein traditionelles Souvenir aus Hawaii ist Schokolade. Oh, aber Morgana darf keine Schoki essen. Er sagt uns ständig, dass er keine Katze ist, also vielleicht kann er sie ja doch essen? Mensch, und dann müssen es Souvenirs sein, bei denen sie völlig ausrasten. Warum teilen wir uns nicht auf und schauen uns mal um? Okay. Guck mal, hier gibt's Kaffee mit Butter. Denkst du, dass das schmeckt? Da drüben gibt's Acai-Pulver. Kennst du das Gefühl, dass man ewig viel Zeit an solchen Orten verbringen könnte? Ich weiß, was du meinst. Wir sind den ganzen Weg nach Hawaii gekommen. Unsere Geschenke sollten beeindrucken, nicht schmecken. Na, hast du auch wieder recht. Wenn das so ist, lass uns etwas suchen, worüber wir uns selber freuen würden. Ich finde nichts. Wir reden hier über Futama und Morgana. Ihre Standards für ein Glück sind einfach zu hoch. Yusuke, hast du was gefunden? Ein Stundenglas, das Zeiträume für 3 Minuten misst. Vor allem ein Stundenglas heißt jetzt nicht eine Sanduhr. Naja. Warum? Futaba loves instant yakisoba. Naja, Futaba liebt instant yakisoba. Perfekt. Was, das ich mir nie selbst kaufen würde, aber über das ich mich trotzdem freue. Aber kann man sowas nicht in Japan kaufen? Mist, wir haben fast keine Zeit mehr. Okay, Yusuke und ich suchen ein Souvenir für Futaba. Das für Morgana überlassen wir dir. Etwas, das Morgana mögen würde. Es fühlt sich an, als würde mich jemand von hinten anstarren. Hallo? Hallo? Senpai! Senpai! Aloha! That's so much more appropriate for you. Das ist eine viel angemessenere Begrüßung. Aloha! Aloha! Huh?
Who's that? Wer ist das? Find anything suitable? Und hast du was gefunden? Hm? That girl. Dieses Mädchen. Ah, sorry to be a bother. Sorry, dass ich euch störe. I'm Yoshizawa, ich bin Yoshizawa aus dem ersten Jahrgang. Freu mich, euch alle kennenzulernen. Oh, you're that gymnast. Oh, du bist diese Turnerin. Yes, that's right. Ja, das stimmt. Unser Club trainiert hier für das nächste Turnier. Und ich habe Kudo-Senpai zufällig getroffen. Und das letzte Turnier war doch erst vor kurzem. Und du trainierst schon für das nächste? Du scheinst dich richtig reinzuhängen. Bei der nächsten Veranstaltung muss ich auf jeden Fall so abschneiden, wie ich es mir wünsche. Das Team trainiert mit einem berühmten Coach, der hier auf der Insel lebt. Sie nimmt uns besonders hart ran. Uns stehen praktisch jeden Abend die Tränen in den Augen. Hm. Es ist bewundernswert, dass du dich selbst im Ausland deinem Training widmest. Ja. Viel Erfolg. Wir drücken dir die Daumen. Danke. Deine netten Worte bewahren mich heute vor den Tränen. Es ist okay, wenn du meinst. Du weißt ja, was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Unsere Zeit ist fast rum. Mist, ich muss mein Zeug noch bezahlen. Go, Kasumi. Ja, absolut. Kasumi ist auch so cute. So wie die meisten Mädels im Spiel, außer Haru. Und ja, ich erwähne es immer wieder, aber ich mag Haru nicht. Ich mag ihr Design nicht. Ich mag ihr Charakterdesign nicht. Sie hat keinen Charakter. Sie hat keinerlei Charaktertiefe. Sie ist furchtbar. Sie gibt mir immer wieder das Gefühl, als hätte Atlus so, oh scheiße. Wir haben nur noch eine Woche Zeit und wir brauchen noch einen Charakter, den wir einbauen müssen. Also, irgendwie, wird schon. So fühlt sich Haru an. So fühlt sich Haru an. Statt Haru hätten sie lieber Hifumi nehmen sollen. Ja, wobei ich nicht weiß, ob Hifumi als Phantomdiebin funktioniert hätte. Bin ich ehrlich. Aber ja, dann kommt natürlich noch Harus Phantomdieb-Outfit hinzu. Das ist furchtbar. Und ja, ich habe jetzt gerade gespoilert, aber ne. Nee, sie ist kein guter Charakter. Oh, das sollte ich auch machen. Bis später, Yoshizawa-san. Ja, war schön, euch alle zu treffen. Deine Freunde scheinen ein lustiger Haufen zu sein. Die sind super. Das denke ich auch. Diesmal bin ich zumindest sicher, dass ich gewinne. Ich werde allen beweisen, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Seit meiner letzten Platzierung sollte ich mir dieses Souvenir als Glücksbringer mitnehmen. Na gut, spät genug. Viel Spaß noch. Mach nicht zu lange. Nee, ich wollte jetzt tatsächlich auch, sobald die Reise rum ist, tatsächlich aufhören mit dem Stream. Aber ich arbeite sowieso Nachtschicht, also ne, wenn ich arbeite. Von daher, vor 7 oder 8 Uhr penne ich eh nicht. So. Ein Glücksbringer? I bought it earlier today at this branch of a Japanese shrine here in Hawaii. Dann bleibst du noch bis zum Ende der Reise. Das finde ich nett. Das finde ich nett, dass du mir noch ein bisschen Gesellschaft leistest. Das habe ich neulich in der Zweigstelle eines japanischen Schreins hier auf Das habe ich neulich in der Zweigstelle eines japanischen Schreins hier auf Hawaii gekauft. Früher habe ich mir immer einen Glücksbringer vor einem großen Turnier gekauft. Meine Schwester war sogar noch gründlicher, was ihren Aberglauben anging. Die Sache ist die, ich habe vergessen, vor dem letzten Turnier einen mitzunehmen. Das kriege ich schon hin. Ich weiß es einfach. Ich sollte gehen. Ich hätte fast vergessen, dass ich noch Souvenirs für meine Familie kaufen muss. Tut mir leid, dass ich dich so lange aufgehalten habe. Wir sehen uns später, ja?
Tschüss. Kasumi. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ihr dass ihr Confident Rank nur bis 5 geht. Ich hoffe ja, dass durch irgendein Event der noch erweitert wird auf 10. Aber wahrscheinlich nicht, weil es steht halt schon Max. Steht halt schon Max dran und das finde ich ein bisschen doof. Naja. Das könnte ich sein. Ja, wobei ganz so fett bin ich auch nicht. Ich sag nichts. Finde ich gut. Finde ich gut. Ich will es auch selber rausfinden. Jo, willkommen zurück. Bist du ein bisschen braun geworden? How was Hawaii? Wie war Hawaii? Aloha. He's been Hawaiianized. Er wurde hawaiianisiert. I can understand why. Ach, ich verstehe wieso. Well, you guys were off having fun. Während ihr euch amüsiert habt, hat sich die Lage hier etwas verkompliziert. So I've heard the surprisingly hot items at the moment are masks and calling cards. Also ich habe gehört, Masken und Prangerkarten sind gerade überraschenderweise sehr angesagt. Hier ist ein Diagramm, das die Gewinne der Läden zeigt, in denen sie verkauft werden. Double from last year. Doppelt so viel wie im Vorjahr. Es scheint sehr hohe Nachfrage nach Phantom-Liebe-Produkten zu herrschen. Ich finde es schade, dass die Royal-Inhalte nicht noch in Strikers reinbekommen haben. Ja gut, aber zwischen Royal und Strikers war halt auch nur ein halbes Jahr oder sowas, oder? Selbst wenn es nur ein Kommentar gewesen wäre oder so. Ja, also ich meine, ich würde mich auch über einen Cameo von Kasumi sehr freuen. In Strikers oder hätte mich sehr gefreut. Aber naja, mein Gott. Ich wusste gar nicht, dass sie sowas verkaufen. Sollen wir es auch versuchen? Phantom-Diebe Merchandise verkaufen, meine ich. Phantom-Diebe Curry und sowas? Maybe I'll toss some dry ice on the side, you know? Give it that phantomy effect. Vielleicht werfe ich ein wenig Trockeneis auf den Boden, damit es schön phantomisch wirkt. Ich mache nur Spaß, okay? Was unsere Gäste wohl zu diesem jüngsten Phänomen sagen? What do you think, Akechi-kun? Was meinst du, Akechi-kun? Well, ja, Sojiro ist so ein cooler Charakter. Ich mag ihn. Ich mag ihn sehr. Naja. There he is. The Anti-Thief Detective. Da ist der Anti-Dieb-Detektiv. Hoffentlich rutscht er aus und zerstört sich selbst. Ich spüre, dass ihre Aktionen eine gewisse Ritterlichkeit zugrunde dass ihren Aktionen eine gewisse Ritterlichkeit zugrunde liegt. Es ist geschickt, dass sie Ressentiments der Öffentlichkeit einbeziehen und dagegen vorgehen. Ich glaube, das ist das Geheimnis ihrer Beliebtheit. Also, das überrascht mich. Deine Haltung scheint etwas sanfter geworden zu sein. Das ändert nichts an der Tatsache, dass sie gefährlich sind. Aber, nein, ich sage lieber nichts mehr. Komm schon, du kannst es sagen. Oh nein, darauf falle ich nicht herein. Ich habe meine Lektion nach dem letzten Reinfall gelernt. Diese Diebe sind beliebter als die Polizei oder Politiker. Was ist nur aus der Welt geworden? Unhöflich. Be
Warum bist du so wütend? Nee, ich geh mal auf die Toilette. Wenn Kunden kommen, kümmere dich um sie. Die Analyse ist fertig. Du weißt schon, die der Daten. Wollen wir uns treffen? Im Ernst? Jetlag? Also gut, dann morgen. Komm, 19 Stunden Zeitunterschied sind schon ziemlich heftig. Was ist denn das? Das ist so cool. Dein Phantomdiebestempel. Krass, oder? Was glaubst du, wer zum nächsten Ziel der Phantomdiebe wird? Keine Ahnung, aber ich bin jetzt schon ziemlich gespannt. Mich juckt nicht, wer es ist. Sie sollen einfach was unternehmen. Okay. Einfach was unternehmen, ha? Hey, hast du kurz Zeit? Du siehst müde aus. Achtung, ihr Jetlag-Geplagten. Jemand aus der Shujin war gestern im LeBlanc. Was? Wer? Er hatte verstrommelte Haare und eine Brille. Das ist Akira. Das sind wir, also der Protagonist. Ja. Kein Plan, klingt für mich nach Akira. Na, stimmt. Maruki hat vorbeigeschaut. Der Therapeut? Meinst du Dr. Maruki? Denke ich. Dr. Maruki, der Therapeut. Er sagt, er hat Psychognistik studiert. Er ist auch in diesem Feld. Und denkst du, er hat mit dem Vorfall rund um Futabas Mutter zu tun? Oh nein, das habe ich von ihm so nicht rausgehört. Er schien sich wirklich für Psychognistik zu interessieren. Er wollte sie nicht nur ausnutzen. Ihr... Kleinen Moment. Ah, zu viele unterschiedliche Stimmen gerade. Ihr zwei habt miteinander gesprochen, was? Ein wenig. Er scheint cool zu sein. Für Fremde ist es nicht leicht, Zugang zu Futaba zu finden. Er muss ein Talent dafür haben. Ich meine, er ist ein Therapeut. So, das ist sein Job, mit Leuten reden zu können, die sich anderen nicht unbedingt öffnen wollen. So. Ich bin mir nicht sicher, ob Talent das richtige Wort ist, aber ja, er ist ganz cool. Was willst du dich jetzt auch von ihm therapieren lassen? Was soll es mir bringen, mein Herz von einem Fremden auf die Probe stellen zu lassen? Stimmt, Mann. Mich interessiert trotzdem, wie er mit Futabas Verschwiegenheit umgegangen ist. Keine Ahnung, wir haben ganz normal gesprochen. Aber er ist so ein guter Zuhörer, nicht wahr? Vielleicht habt ihr ja doch mehr geredet als sonst. Stimmt also. Er hat eine ganz besondere Art. Sicherlich verfügt er über mehr Einblick. Also sollten wir die innersten Wahrheiten des Herzens beugen. Einige Scheiße! Dieser Typ hat übersinnliche Kräfte. Wow. Beäugen. Etwas unter die Lupe nehmen. Makoto, kannst du irgendwie ein Treffen für mich mit ihm arrangieren? Was? Ich? Willst du ihn so unbedingt treffen? Bitte, ich spüre, dass es was gibt, für das ich Gewissheit brauche. Ich kann das nicht alles sofort umsetzen, aber mal schauen, was ich erreiche. Meinen aufrichtigsten Dank. Ich freue mich, ihn endlich bald kennenzulernen. Okay. Let's do it. So, dann, wie gesagt, an dieser Stelle beenden wir das Ganze für heute. 5,5 Stunden. Bisschen kürzer als die meisten meiner Persona-Streams, aber ich will auch noch ein bisschen anderes Zeug machen. So. Von daher. Ja, Scrap Rockets, nochmal vielen Dank für deinen Raid. Und danke, dass du noch geblieben bist. Dir eine gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.